Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt mal ganz ehrlich, muss es denn jedes Mal, wenn man sich ein neues Auto kauft, von allem immer etwas mehr sein? Mehr Reichweite, mehr Ausstattung, mehr Sicherheit, mehr Elektronik, mehr Preis? Ja, Downsizing ist das Stichwort und das ist ja auch so ein bisschen in aller Munde, gerade wenn wir vielleicht diese Klimakrise bewältigen wollen. Momentan sieht es zumindest auch bei den Elektroautos nicht danach aus, eher im Gegenteil. Die Autos werden halt immer weiter hochgerüstet. Einen komplett anderen Weg geht im Prinzip Dacia mit dem Dacia Spring. Denn der Dacia Spring, in dem ich jetzt hier sitze, ist das komplette Gegenteil. Und was er kann, ob das wirklich ernst zu nehmen ist oder ob das hier wirklich nur eine rollende Verzichtserklärung ist, ja, das erfahren wir in diesem Video bei einer kleinen Zeitreise zurück in die 90er. Wird total spannend. Bleibt dran! Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, wenn wir ehrlich sind und wir in dieses Elektroauto steigen, den Dacia Spring als Neuwagen, dann fühlen wir uns doch irgendwie an ein Auto der 90er Jahre erinnert. Und wenn es damals so ein Elektroauto gegeben hätte, dann wäre das sensationell gewesen. Heute, im Jahr 2022, da ist das eher sowas wie zurück in die Vergangenheit. Also man könnte es auch als sehr stark Retro bezeichnen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, Dacia hat hier im Dacia Spring im Prinzip auf alles, was so irgendwie unter Schnickschnack läuft, komplett verzichtet. In diesem Elektroauto ist wirklich nur das Notwendigste. Aber ist das jetzt was Schlechtes? Ist das hier alles viel zu wenig oder reicht das vielleicht völlig aus für den normalen Alltag? Ja, Stichwort Verzicht. Also wir haben hier in diesem Auto natürlich nichts, was man nicht unbedingt braucht. Also wir haben hier zwar ein digitales Kombi-Instrument, wir haben hier ein Media-Display mit einem Navi. Wir können, glaube ich, sogar Apple CarPlay machen, wobei ich das noch nicht gefunden habe, aber habe ich zumindest gehört, dass das geht. Das Navi selber funktioniert. Es hat natürlich keine Ladeplanung, es hat aber immerhin die Anzeige von Ladestationen, also unter Sonderziele sozusagen. Da kann man sich Stromtankstellen anzeigen lassen in der Nähe und da kann man dann hin navigieren. Immerhin. Ja, ansonsten hat er natürlich so gut wie keine Assistenzsysteme, also weder ein Tempomat noch ein Spurhalteassistent noch ein Totwinkelwarner. Er hat aber immerhin einen Limiter, also einen Tempobegrenzer. Und das ist jetzt auch so eine Frage, ich meine, der fährt nur maximal 125 km/h, der Dacia Spring. Wozu brauche ich da noch einen Tempobegrenzer, um noch langsamer zu fahren, also maximal? Ich frage mich immer, wozu braucht man eigentlich einen Tempobegrenzer? Ich habe den bei vielen Autos schon gesehen, auch die Renault Zoe hatte so einen Tempobegrenzer. Eigentlich fast jedes Auto hat einen Tempobegrenzer. Habt ihr einen Tempobegrenzer im wirklichen Leben eigentlich echt schon mal gebraucht? Also ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Und ich frage mich immer, wozu man sowas braucht, wozu baut man sowas ein? Um noch irgendwie so ein System zu haben, um damit anzugeben, ey, ich habe einen Tempobegrenzer, ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr mir das sagen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ja, ansonsten Innenraum ist natürlich alles komplett Hartplastik. Und Highlight, wir haben hier Klavierlack in der Mittelkonsole. Ja, es sieht auch gar nicht so unschick aus. Auch hier ist Klavierlack übrigens. Fensterheber, wie gesagt, sind komischerweise in der Mittelkonsole, nämlich hier und nicht an der Tür. Ist irgendwie mal was anderes. Sehr interessant. Der Wagen hat eine Ladeleistung von einphasigen 3,7 bis maximal 6,6 kW an der Wallbox. Und aber Achtung, man kann per Aufpreis einen CCS-Anschluss mit konfigurieren. Dann zieht der Wagen am Schnelllader immerhin 30 kW und ist damit mit seinen 26 Kilowattstunden auch in einer Stunde wieder rappelvoll. Ohne das würde ich mir den ehrlich gesagt auch nicht kaufen. Ja, nochmal Stichwort Innenraum. Lenkrad zum Beispiel kann man nicht verstellen. Weder vor, zurück noch rauf und runter. Es ist so, wie es verbaut ist. Ende. Muss man mit leben. Genauso den Sitz. Rauf und runter ist nicht. Vor und zurück kann man. Und man kann die Lehne verstellen. Das sogar ziemlich weit nach hinten. Ja, sehr schön. So, reicht doch. Zumindest hat es vor 30 Jahren auch gereicht. Warum soll es heute nicht mehr reichen? Oh, übrigens, das einzige Elektroauto, was so einen Schlüssel hat, habe ich vorher bei keinem anderen Auto gesehen. Es ist oldschool ein richtiger Schlüssel und man muss den Wagen richtig starten, also die Zündung umdrehen und ein wenig halten, bevor da okay steht. Also wie früher Zündschlüssel umdrehen, das ist auch sehr interessant, hatte ich auch schon lange nicht mehr.
Überhaupt, bei Dacia ist ja so, die gehören ja Renault und das ist ja eine französische Firma. Und im Prinzip denkt man jetzt, ja, das ist ja irgendwie französisches Auto. Ja, aber ist nicht so, denn eigentlich ist dieser Spring eher sowas wie ein indisch-chinesisches Auto. Das merkt man dem Auto irgendwie auch an, denn auch in Indien gibt es natürlich auch Leute, die Elektroauto fahren wollen. Da sind die Ansprüche aber ganz anders als hier, nämlich nicht so hoch. Und es gibt genug Leute, die können sich teure Elektroautos gar nicht leisten. Und dieses Elektroauto hier, der Dacia Spring als Neuwagen, kostet mal schlappe 13.500 Euro. Ja, ich weiß, dass es inklusive Förderung, die es dieses Jahr noch gibt. Nächstes Jahr ist es weniger, das heißt, der wird automatisch teurer, es sei denn, der Grundpreis wird von Dacia gesenkt. Inklusive Förderung jedoch, da ist das in meinen Augen tatsächlich sowas wie ein Elektroautoschnäppchen. Denn dieser Dacia Spring, der hat auf dem Papier zwar Werte, wo es einem doch irgendwie gruselt, dazu komme ich gleich noch. Also allein schon dieser ganz kleine Akku, 26 Kilowattstunden, das ist so auf Renault Zoe-Niveau von 2012. Das war auch meine erste Zoe, 2015 Baujahr übrigens, die hatte 22 Kilowattstunden. Mit der kam man dann in der Stadt rund 150, 160 Kilometer im Sommer. Im Winter waren es dann eher so 120 Kilometer. Der Dacia Spring jedoch mit seinen 26,7 Kilowattstunden, die er eigentlich im Akku hat, steht zumindest auf dem Akku drauf, der kommt eigentlich in der Stadt über 200 Kilometer. Man könnte sogar im Sommer fast 300 Kilometer schaffen, denn der Dacia ist ein unheimlicher Effizienzweltmeister. Wie erreicht er das? Naja, ganz klar, er lässt natürlich das meiste, was man so als Schnickschnack hat, weg. Der Wagen wiegt, und jetzt haltet euch fest, leer 977 Kilogramm. Ja, und das als Elektroauto, das muss man sich mal vorstellen, unter eine Tonne. Dann hat er doch relativ schmale Reifen, nämlich 165er. Ich meine, gut, 165er, vor 30 Jahren galten die schon als breite Schlappen. Mein erstes Auto, Baujahr 77, VW Polo, hatte 145er Reifen und das war damals völlig normal. Ja, heute sind 165er eher sowas wie Trennscheiben. Mein aktuelles Auto Model Y hat 255er Breite, also da sieht man mal, was das für Unterschiede sind. Und auch so schmale Reifen, die sorgen natürlich dafür, zusammen mit dem geringen Gewicht, dass da der Verbrauch auch sehr niedrig ist. Und dazu kommt noch, und jetzt wird es noch surrealer, die Leistung hier vom Elektromotor, die beträgt ganze 33 kW. Ja, ich habe da keine Null vergessen. Nein, es sind 33 kW. Der Wagen hier hat 44 PS. Mein erster VW Polo Baujahr 77 hatte 40 PS. Immerhin hier 4 PS mehr. Also im Vergleich zu 1977. Aber Leute, es ist wirklich so, wenn man diesen Wagen fährt, das merkt man gar nicht so. Also der hat zwar auf dem Papier eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 19 Sekunden, aber von 0 bis 50, da ist er in 5 bis 6 Sekunden. Und das bedeutet, an der Ampel in der Stadt ist man trotzdem fast immer der Schnellste, weil es gibt sehr viele Verbrenner, die immer noch viel langsamer sind. Und das macht mit so einem Auto, was wirklich so wenig wiegt, echt extrem Spaß zu fahren in der Stadt. Und die Frage ist jetzt, die ich mir stelle, diese Reichweite, die per WLTP angegeben ist, 230 Kilometer im Kombimix sozusagen, die zeigt der Wagen ja sogar jetzt schon an, wenn er auf 100% vollgeladen ist. Jetzt steht da gerade 226 Kilometer Reichweite. Ist das realistisch? Also in der Stadt jetzt? Und ist diese 300 Kilometer in der Stadt möglicherweise sogar auch realistisch? Wenn wir mal bedenken, dass der Effizienzsieger beim eCannonball auch ein Dacia Spring war, mit unter 10 Kilowattstunden im Prinzip, ja, dann sind wir dann doch schon irgendwie in der Nähe bei den 300 Kilometern. Und das probiere ich heute natürlich mal aus. Es ist zwar kühl, wir haben es ungefähr so 7, 8 Grad, aber ich fahre jetzt Stadtverkehr. Ja, mal sehen, wie lange ich es durchhalte, weil es ist Wochenende und es wird voll sein. Und dann gucken wir mal, wie so im durchschnittlichen Alltag im Stadtverkehr bei, keine Ahnung, 80 bis 100 Kilometer der Verbrauch ist. Und dann schauen wir mal, ob er wirklich diese 230 oder sogar noch mehr Kilometer in der Stadt schafft. Und wenn das wahr wäre, dann wäre so ein Dacia Spring ein absolut alltagstaugliches Auto. Denn hey, das ist ein Viersitzer, ein Viertürer. Und man sitzt hier auch sehr hoch, man hat eine gute Übersicht, es ist fast schon sowas wie so ein Mini-SUV. Und von daher würde ich mal sagen, der Wagen ist erstmal sehr interessant, um sich mal den näher anzuschauen. So, wir haben jetzt 223 Kilometer Reichweite bei 100% im Akku und jetzt geht's los auf unsere Stadtfahrt. Dazu schalte ich auf D und auf geht's.
Ja, das künstliche Geräusch ist von 0 bis 30 km/h hier deutlich zu hören. Und wir haben zwei verschiedene Geräusche für vorwärts und rückwärts. Ja, jetzt begeben wir uns auf unsere Stadttour. Wir haben, wie gesagt, 223 Kilometer im Moment an Reichweite, die uns angezeigt wird bei 100%. Und mal sehen, wie viel der Dacia Spring so in der Stadt bringt. Denn da soll ja die WLTP-Reichweite bis zu 300 Kilometer betragen. Und ansonsten 230, und das entspricht ja im Prinzip sogar der kompletten Anzeige hier. 223 ist ja fast das gleiche wie die WLTP-Reichweite. Und in der Stadt, wie gesagt, ist der Verbrauch extrem niedrig, sagt man, teilweise einstellig. Gut, wir haben es heute nicht ganz so warm. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad. Also ich glaube 7 oder 8 Grad. Ja, 8 Grad steht hier, haben wir es. Also ist ein bisschen kühl. Mal sehen, ob er das schafft. Aber ich bin da ganz optimistisch. Ja, man darf ja natürlich nicht erwarten, dass man in einem total leisen, super gut gedämmten, luxuriösen Auto sitzt. Das ist einfach ein praktisches Stadtauto. Und ja, Dämmung, würde ich mal sagen, ist hier geringfügig vorhanden. Aber bei dem Plastikanteil hier ist da jetzt nicht so viel zu erwarten. Und das merkt man auch sofort beim Fahren. Über die ersten Meter, auch gerade hier diese Gullideckelstrecke, er nimmt halt alles mit, was es so gibt, ne? Ja, Rekuperation hat er zwar auch, aber die ist echt sehr, sehr schwach. Und wenn man hier die Kilowattanzeige so sieht, dann geht sie auch nie bis über minus 7 kW, die er zurück in den Akku rekuperiert. Gut, jetzt wo er 100% ist, kommt er eh nicht zurück in den Akku. Aber wenn er ein bisschen leerer ist, dann habe ich das schon gesehen, dann ist es maximal bei minus 7 kW. Das ist natürlich nicht viel, aber der Akku ist ja auch nicht so groß. Nur das reicht halt nicht zum richtigen Verzögern. Also One-Pedal-Driving, da muss man schon sehr vorausschauend fahren. Ansonsten muss man halt dann doch die Bremse benutzen. Das ist aber ja Gewohnheitssache. Das ist ja so wie beim normalen Verbrenner im Prinzip. Jetzt stehen wir an der roten Ampel auf zwei Spuren. Da wollen wir mal gucken, ob wir dem Nachbarn nicht davonfahren können. Und ich gebe jetzt mal Vollstoff und bin jetzt bei 50. Also ich würde mal sagen, so gute 6 Sekunden. Und wir sind aber deutlich den Verkehr hinter uns weggefahren, obwohl wir hier ja so gut wie gar keine Leistung haben. Interessant. Also ganz ehrlich, trotz der 19 Sekunden von 0 auf 100 bin ich hier doch im Stadtverkehr, sage ich mal, sehr, sehr spritzig unterwegs und fahre im Prinzip doch den meisten Verbrennern an Ampelstarts davon. Also das Witzige ist, das Blinkergeräusch, das ist nicht gleichmäßig. Irgendwie hat der so Rhythmusprobleme. Keine Herzrhythmusstörung, aber Blinkerrhythmusstörung. Ah, das triggert mich irgendwie. Ja, manchmal hat er so einen kleinen Versatz drin im Blinkergeräusch. Ja, übrigens Heizung. Man kann die Heizung natürlich einstellen und regeln, aber man kann hier keine Temperaturwerte einstellen. Man kann nur auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen Rot und 2 Stufen Blau stellen. Und da muss man gucken, wie einem die Temperatur am besten gefällt, so nach ein paar Minuten. Aber Temperaturanzeige, Gradwahl, das ist halt nicht. Das muss man jetzt rein intuitiv machen. Auch Klimaanlage hat er natürlich, aber es ist auch keine Klimaautomatik, sondern sie ist entweder an oder aus. Und da muss man mit dem Temperaturregler im Prinzip dann die gewünschte Temperatur sich so hinfummeln, bis es einem dann gefällt. Im Prinzip kenne ich das von früher. Das erste Auto, was ich hatte mit Klimaanlage, da war das genauso. Es war ein VW Golf Cabrio. Jetzt erinnere ich mich. Baujahr 1995. Mein erstes Auto mit Klimaanlage. So, erste Etappe hier zum Einkaufszentrum in Bremen-Walle. Die Waterfront ist erledigt. Das waren jetzt 17,3 oder 4 Kilometer und wir haben 13,0 Kilowattstunden verbraucht im Moment. Wir haben noch 201 Kilometer Rest, aber das ist ja noch nicht das Ende des Tages. Wir fahren jetzt natürlich weiter, einmal quer durch die Stadt zu IKEA. So.
So, wir sind bei IKEA angekommen. Wir haben 56,3 Kilometer gefahren und 11,8 Kilowattstunden jetzt im Durchschnitt. Wir haben noch 164 Kilometer Restreichweite. Ja, das korrespondiert doch ganz gut mit den 226er Kilometern, die wir am Anfang hatten. Und ja, hilft ja nichts. Jetzt müssen wir wieder zurück und wir sind echt schon 2 Stunden unterwegs. Es ist echt zäh am Wochenende durch die Stadt und man kann kaum Kilometer abreißen. So langsam ist das alles. Wir haben, glaube ich, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 37 km/h. So, und damit das nicht zu lange dauert, fahren wir jetzt mal zurück über die Autobahn nach Hause. Das wird zwar den Schnitt ein wenig versauen, aber so ist das nun mal. Das ist halt das Leben. Kommt halt mal vor, die Strecke ist ja nicht lang. Das sind jetzt ungefähr, keine Ahnung, 15 Kilometer bis nach Hause. Und 15 Kilometer Autobahn, ja, das kann der Dacia Spring natürlich auch. Wir fahren aber maximal 110. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, Mensch, so ein Elektroauto wäre auch was für mich, aber ich will es nicht gleich kaufen, dann wäre doch vielleicht ein E-Auto-Abo was für euch. Und da kann ich euch InstaDrive empfehlen. Da findet ihr einen Empfehlungslink bei mir unten in der Videobeschreibung. Bei InstaDrive ist alles im Abo-Preis enthalten. Also Anschaffungskosten, Wartung, Verschleiß, Versicherung, Winterreifen, alles im Komplettpreis enthalten. Und ihr müsst ja im Prinzip nur noch Strom laden. Und das müsst ihr sogar auch nicht bezahlen, zumindest nicht für 5000 Kilometer. Denn wenn ihr das über meinen Empfehlungslink macht, dort ein Auto abonniert, bekommt ihr 5000 Freikilometer geschenkt und müsst dort nicht mal für den Strom was bezahlen. Ja, wir sind wieder da und wir sind fast 2,5 Stunden durch die Stadt gegurkt, am Ende noch ein Stück Autobahn. Und wir haben einen Durchschnittsverbrauch momentan von 12,0 Kilowattstunden und haben 85,3 Kilometer zurückgelegt. Jetzt ist die Restreichweite auf 136 Kilometer. Das heißt, wir hätten so zusammengenommen 221 irgendwas Kilometer. Am Anfang waren es 226. Das heißt, in der Stadt, diese Reichweitenanzeige, die scheint also ziemlich genau zu stimmen. Im Moment zumindest bei diesem Wetter und wir hatten 10 Grad. War zwar schön sonnig, aber es war wirklich kühl. Und da sieht man mal wieder, dieser Dacia Spring, der ist in der Stadt wirklich gut für mehr als 200 Kilometer, trotz seinem winzigen Akku im Prinzip. Und das finde ich schon richtig erstaunlich. Ja, mein Fazit zum Dacia Spring. Es ist einfach ein Downsizing-Angebot, was man annehmen kann, aber natürlich nicht annehmen muss. Es ist aber ordentliche Hausmannskost, die man hier bekommt. Natürlich kein Luxus. Es ist aber ein Auto, was absolut seinen Zweck erfüllt. Und von daher für den Preis im Moment kann ich nur sagen, von mir eine absolute Kaufempfehlung. Wenn ihr also Einsteiger seid in die Elektromobilität sozusagen, auch was die Ansprüche an ein Auto nicht so hoch angesiedelt seid, dann würde ich euch sagen, schaut euch unbedingt mal den Dacia Spring an. Es ist ein kleines Familienauto, mit Sicherheit auch sehr gut als Zweitwagen geeignet, auf jeden Fall für die Stadt und das urbane Umfeld im Sinne von, keine Ahnung, 150 Kilometer um eine größere Stadt herum. Man sollte allerdings möglichst zu Hause laden können, denn durch das einphasige Laden ist das Laden an einem 11 kW Lader in der Stadt doch sehr zäh und da dauert das doch viele Stunden, bis der Wagen voll ist. Oder man muss eben immer an den Schnelllader fahren mit 30 kW und dann eine Stunde einkaufen gehen oder so. Das geht natürlich auch. Ja, mich hat der Dacia Spring absolut überrascht, sowohl mit den Sachen, die er nicht kann, als auch mit den Sachen, die er gut kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.